Ja, einen wunderschönen guten Abend zu Ride 3, einer Motorrad-Exkursion der Sonderlative. Wir sind mit der Triumph Brad Tracker auf Kurs und sind eingeladen worden in Großbritannien im Oulton Park. Wir servieren dazu Tee. Okay. Willkommen zu Ride 3, einer neuen Folge von einem richtig coolen Rennspiel, welches auf zwei Reifen fährt. Ne, mit Motorrädern. Ihr wisst schon. Wir fahren in Oulton Park und ja, mit der Naked Bike, den nackten Tatsachen des Motorradfahrens. Let's go! Mann, ja, Mann, sehr spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen hier vorne. Vor mir ist Nicole. Kurve. Der Valentino hat sich jetzt nach vorne gedrängelt. Moment. Läuft das Ganze? Ah, okay. So, weil. Ich wollte gerade sagen, so, hä? Ich verfolge ja hier meinen Stream auf dem iPad noch dazu. Dann nehme ich den Chat einmal und dann sehe ich, ob das Video läuft. Und da habe ich gerade die ganze Zeit so dieses Standard-Hintergrundbild von Microsoft gesehen und denke mir so, hä? Ist der Stream jetzt abgekackt? Oder läuft er? Oh. Oh, der Nicole will wissen. Britannia. Alter, die sind ganz schön hartnäckig. Erfolg freigeschaltet, Union Jack. Gewinne ein schnelles oder Einzelrennen in der Karriere auf dem Oulton Park Circuit. Also aber 80%, das kann man so lassen auf jeden Fall. Also der Schwierigkeitsgrad, der ist nicht zu leicht, nicht zu schwer, aber das ist sehr herausfordernd. Die hängen einen doch gut am Arsch, muss ich sagen. So, und dann fahren wir noch eine andere Version von dem Catwell Park. Das ist ja die Strecke. Ne? So. Die Street Twin sieht toll aus, aber es ist etwas gewünscht, das böse aussieht und klingt. Dafür hat Triumph das Inspirationskit Brad Tracker auf den Markt gebracht, das aus mehreren Komponenten besteht. Zuallererst die gebürsteten Slip-on-Schalldämpfer von Vance & Hines, kalifornische Marke seit 1979, im Sekundärmarkt tätig. Die Sound- und Erscheinungsbild. Die den Sound und das Erscheinungsbild verbessern. Ah, okay.
Dann gibt es die schwarze gesteppte Sitzbank, schwarze Lenkergriffe, einen gebürsteten Ölwannenschutz sowie den kompakten LED-Blinkersatz. Zu guter Letzt wird doch das Schutzblech entfernt und das kompakte Rücklicht angebracht. Ja, man sieht den Motor, man hat kein Schutzblech und so weiter und so fort. Naked Bike. Ja, ganz einfach. Oh, Zeitrennen. Okay, wir fahren wieder gegen die Zeit. Let's go. Oh Gott, ich mag die. Hallo. Leg ich mich mal hin, ne? Bin müde und so. Die Strecke ist schwierig zu fahren als Motorradfahrer, weil sie ist ziemlich dünn und die Kurven sind teilweise ziemlich komisch. Viele kennen die Strecke noch von den damaligen Touring Car Championship Racing Games, also die Toka 1, Toka 2, da hat man die gefahren. Und bei Project Cars fährt man die Strecke auch und muss dazu sagen, warum fährt man die mit Autos? Also, das ist fast so ähnlich wie Monaco. Siehst du? Ja gut, aber zwei Autos passen eigentlich recht gut durch, aber es ist schwierig auf jeden Fall. Oh Gott! Was der Kurve, Alter. Okay. 1,11. Vier Sekunden auf jeden Fall verbessert. Klar, der Sturz, der haut natürlich einiges an. Der nimmt natürlich einiges an Zeit weg. Nur gucken, dass wir in den anderen Kurven jetzt hier nicht irgendwie zu langsam werden. Oh. 3 Sekunden. Okay. Oh, komm, ey. Viel fehlt uns nicht, nur ein paar. Na, hier bremst du zu viel ab, glaube ich, habe ich das Gefühl. Ah, müssen wir noch ein bisschen mehr rausholen. Jawohl, geschafft. Wieder eine Meisterschaft erledigt und jetzt kümmern wir uns mal so ein bisschen ums Aussehen, weil wir haben genug Geld und ich kann mir endlich so ein paar neue Overalls und Knieschoner und alles kaufen. Eine Kawasaki kriegen wir. Gratuliere zu diesem neuen Motorrad. Möchtest du dieses Motorrad als Haupt? Nein, möchte ich nicht. Danke für dieses Bike, aber wir wollen ein anderes nehmen. So. Damit sind wir gut dabei. So, jetzt gehen wir mal zurück.
Mein Rider. So, und da wollen wir mal so ein bisschen. Ich mein Gesicht ist ja eh scheißegal, weil so fast die elektrische Rennanzug, genau. Straße 1. So. Wollen wir uns mal ein bisschen einklappen? Ich meine, okay, ne? Ich meine, dann der Helm. Also Visier. Obwohl, wir haben eigentlich schon für dieses Outfit eigentlich gut gekauft, ne? Straße 2, Rennen. Richtig, Rennen. Rennen haben wir nicht gut kaufen können, großartig, weil wir da kein Geld hatten. Das könnte jetzt ein klein wenig, obwohl, ich gucke mir mal an, kurz, was gibt es denn da für Neuse? Man muss ja auch nicht immer von den Standard Firmen nehmen. X-Light. Haben wir recht coole Helme, genau mit der Farbkombi ist das cool. Aber wir nehmen mal den Helm. Visier. Hier war direkt schon ein schönes goldenes Visier. Rennanzug. So, jetzt können wir den schönen Rennanzug mal kaufen hier. Eigentlich passend zum Helm muss ja passen. Oder in Schwarz. Allerdings, wenn wir kein Grün finden. Knieschleifer, finde ich auch extrem geiler Name für die Dinger. Supermoto, genau. Brauchen wir uns erstmal einen schönen Helm. Fox ist nicht schlecht. Das ist eine coole Farbgebung. Schutzbrille. Ride 100%. Oakley. Oakley ist auch nicht schlecht. Die nehmen wir. 100%! Rennanzug. Denise. Ja, warte mal, Denise. Mal, was gibt's denn bei Denise? Ja, die können wir eigentlich nehmen. Handschuhe?
Ja. Stiefel. So. Supermoto ist eh von Haus aus, wenn wir Supermoto fahren, dann wird die auch genommen. Nur halt Straße und Rennen können wir uns halt aussuchen, wie das aussehen soll. Wir machen natürlich schön Rennen, weil da wir auch Rennen fahren. Ich meine, wir könnten auch eine Straße nehmen, ne? Überlege ich mir das noch für das nächste Mal. So. Wir sind auf jeden Fall bei den iCords, dem Heritage Cup. Sind wir jetzt? Weil es sieht aus, als wenn wir Naked Bikes fahren, ne? Wir fahren auf in wieder Catwell Park. In Regen diesmal. Oh, da bin ich mal gespannt, wie der Regen jetzt aussieht. Olden Park, Donington, Brands Hatch und Okayama. So, da haben wir schon welche frei. Rennumbau verfügbar. Aber nur eine Kawasaki, ne? Ach komm, wir nehmen mal die Kawasaki. Ich will mal wissen, wie sich die anhört. Wenn, dann können wir die mal eben kurz schnell fertig machen. Oh, okay, an den Lenkdingern, an den Griffen können wir nichts verändern, sehe ich hier gerade. Radfelge. Ja, ich weiß nicht. Radfelge. Oh, die sieht schön aus. Immer die sieht cool aus. Ein bisschen Modernität, mal natürlich wäre die krasse. Ich habe ja gerade Kawasaki gesagt, ne? Warte mal, ich muss mal gucken. Da steht an der Seite. Steht doch Kawasaki. Kawasaki steht da doch drauf, oder bin ich jetzt bekloppt? Aber da oben, das ist ein S und M. Seiter 3 und ein halb. Oh, die ist sogar besser. Hat nur 223 Leistungspunkte, aber haut besser rein. Wir nehmen mal die mal. Wir wollen mal gucken, wie die ist. Bin mal gespannt. Ich meine, da stand doch Cover. Warte mal, das Seiter 3 und ein halb war das erste Werk von Satori Mechanice. Das Unternehmen mit Sitz in Mailand revolutioniert die Welt der Custom Bikes. Die Basis war eine neue. Ah, okay. Alles klar, deswegen steht auch Kawasaki da seid drauf. Eine 78er Kawasaki Z350i war in Basis. Ein Modell, das ausschließlich für den italienischen Markt hergestellt wurde. Der Twin-Motor der Z350i mit 350 Kubik Hubraum hat nur 30 PS mehr als die normale Z400. Francesco Torricella und Paolo Casiraghi, die ihre Schöpfungen erst in den folgenden Jahren Satori Meccanice nannten,
Okay, alles klar. SM heißt Satori Mekanice. Das ist diese eine, so Custom Bikes aus anderen Bikes gemacht. Bauten den 400-Kubik-Motor, um wertvolle PS zu erhalten, um das Drehmoment beim mittleren Dezent zu erhöhen. So, so. Ich wollte gerade sagen, ich denke so SM? Hä? Da steht doch Kawasaki an der Seite drauf. Ja, okay, alles klar. Ist quasi eine umgebaute Custom Bike. So, und jetzt sind wir mal gespannt, weil ich fahre das erste Mal in Regen. Wie verhält sich die KI in Regen? Wie verhält sich das Bike? Die hört sich schon. Stimmt, wir fahren ja die. Oh Gott. Okay, ich merke gerade, das Motorrad ist mega langsam. Aber wir werden da hoch auf die Balken, die einen sagen, wie schnell oder wie langsam so ein Motorrad ist. Ey, die überholen mich alle. Ich bin ja total lahmarschig. Ich bin der Mann. Ne, das wird nichts, das kannst du knicken. Dann müssen wir leider noch zurückgehen und uns einen anderen Motorrad auswählen. Weil ich dachte. Naja, also wie gesagt, ihr habt ja gesehen, die Werte waren ein bisschen höher. Dann nehmen wir die Brad Tracker. Dann doch ein klitzeklein bisschen besser. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Obwohl die Werte eigentlich recht gut waren. Na gut, aber so kann man sich täuschen. Oder irgendwie fahre ich nur in Regen.
Okay, Leute. Ich glaube, ich werde mir die Dings fertig machen. Die Honda, die ich dann noch nehmen konnte, weil mit den Naked Bikes wird man wahrscheinlich hier. Warum kann man die auswählen, wenn man da eh nicht weit mitkommt? Keine Ahnung. Da sind Naked Bikes drauf zu sehen. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Das heißt, ich müsste. Ja, das heißt, ich werde die wohl wahrscheinlich nehmen. Ja. Mit den Naked Bikes komme ich dann wahrscheinlich nicht weiter. Dann muss ich halt die Honda nehmen. Und die ist auf Random-Bau verfügbar. Und wir es gleich mal machen. Soll heißen, ihr seht mich dann demnächst in die, in die Honda einsteigen und losfahren. Gott, ey. Also, wir fahren das nächste Mal mit der Honda NSR in dieser Meisterschaft, um dann vielleicht ein bisschen besser abzuschneiden. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis dahin. Tschüss.